Ja, hallo, hier ist Patti von der Hopithek. Für den Kalea Bierkalender teste ich heute am 8. Dezember das Rieder 500 Purity. Das ist ein Sondersud, extra für den Kalea Bier Adventkalender in diesem Jahr. Soll noch dazu zum 500 Jahre Reinheitsgebot gebraut worden sein. Die Rieder Brauerei aus dem Innkreis macht normalerweise helle Biere, Weißbiere. Und hier hat man sich dann mal an einem bayerischen Märzen probiert. Dann schauen wir uns das doch mal an. Schöner Schraubverschluss, braucht man keinen Bieröffner. Die Flasche ist jetzt schlicht gehalten in einem Goldton, was wahrscheinlich dann zu dem Sondersud passen sollte. Und dann schauen wir doch mal. 13,8 Stammwürze, Alkohol 5,6%. Hier sieht man schon ein schönes Bernsteinfarben. Mit einer hellen Krone, hellgelben Krone. Das sieht schon mal sehr gut aus. Ja, Bernsteinfarben, helle Krone. Bleibt da, bleibt kleben. Schön naturtrüb. Geruch sehr blumig. Ein schöner runder Malzkörper, vollmundiges Bier, prickelnd. Das ist auf jeden Fall gut gelungen. Solltet ihr dann mal probieren. Viel Spaß beim Probieren. Auf Wiedersehen.